Lieben, schön seid ihr wieder dabei. Das Mal habe ich Falafel für euch auf Lager. Das ist also etwas typisch Orientalisches. Und die machen wir mit einer ganz feinen Quark-Zitronensauce. Da kommen natürlich noch viele andere Ingredienzien dazu. Welche das sind, das schauen wir uns jetzt gerade an. Und dann zeige ich euch natürlich auch, wie das Ganze zubereitet wird. Viel Spass! Das sind Zutaten für Falafel-Bäueli für 4 Personen. Da braucht es 300 Gramm Kichererbsen und ganz wichtig, die dürfen nicht gekocht sein, also auch nicht die aus der Dose nehmen, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Einfach die rohen Kichererbsen 24 Stunden lang einweichen und dann abtropfen. Und während dem Einweichen sollte man das Wasser 1 bis 2 Mal wechseln. Dann brauchen wir 2 grosse rote Zwiebeln, grob gehackt, 6 Knoblauchzehen, die ebenfalls grob hacken, 2 Handvoll Peterli, die auch grob hacken, 1,5 Esslöffel Korianderpulver, 1,5 Esslöffel gemahlene Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Paprika, 1 Teelöffel Backpulver, 10 gestrichene Esslöffel Mehl und dann brauchen wir auch noch ein bisschen Mehl zum Arbeiten, 1 bis 2 Teelöffel Salz, Pfeffer und je nach Grösse der Pfanne braucht man 3 bis 4 Deziliter Sonnenblumenöl zum Frittieren. Wir kommen zu dieser feinen Magerquark-Zitronensauce. Für die feine Soße braucht man 250 Gramm Magerquark. Da könnt ihr auch vegane nehmen und dann wäre das gesamte Gericht wirklich komplett vegan. Eine halbe Zitrone, da braucht man den Saft davon, 2 bis 3 Esslöffel Zucker und fein gehackte Peterli und Minze. Wir machen uns ab Falafelbäueli und dafür füllen wir eine Schüssel mit Kichererbsen, mit den grob gehackten Zwiebeln, einem grob gehackten Knoblauch und einem frischen Peterli. Das Ganze pürieren wir jetzt schon mal sehr gut. Pürieren. Da braucht es natürlich einen guten Pürierstab dafür. Dann kommen die Gewürze, das Mehl und das Backpulver dazu, Salz und Pfeffer ebenfalls dazugeben und alles gut miteinander vermischen. Zum Falafelbäueli machen, da tun wir eine Fläche mit ein bisschen Mehl bestäuben. Auch an den Händen sollte man immer ein bisschen Mehl haben. Dann nimmt man einfach ein bisschen von der Falafelmasse, macht ein Bäueli, wenn es zu fest klebt, noch ein bisschen mehr Mehl und auf die bemalte Oberfläche legen. Wenn man merkt, dass es zwischendrin davon klebt, dann einfach die Hände waschen und genau so weitermachen. Und jetzt eine Brotpfanne mit Öl füllen. Die Falafel müssen also nicht ganz im Öl innen schwimmen, nicht einmal halb im Öl innen schwimmen. Hauptsache, sie werden von allen Seiten gut frittiert. Falls ihr euch fragt, wieso es jetzt hier die Zeitung rumliegt, das ist einfach, um den Tisch vor Ölspritzer zu schützen. Die Falafelbäueli vorsichtig reinlegen, sodass sie sich noch nicht berühren. Oh, und hier sehe ich, da ist es schon ein bisschen schwarz geworden. Das heisst, das Öl war zu heiss. Normalerweise arbeite ich aber nicht mit einer Induktionsplatte und dann kann ich das auch ein bisschen besser kontrollieren. Schauen, dass die Bäueli von allen Seiten ein bisschen frittiert sind. Dann sind sie auch schon ein bisschen fest geworden und dann macht es auch nichts, wenn sie sich gegenseitig berühren. Neben der Pfanne habe ich ein Dauerparat gemacht mit Haushaltspapier drauf. Da kann ich nämlich die Falafelbäueli, wenn sie fertig sind, so schön goldig-braun, nehme ich sie raus, tue sie dort drauflegen und dann wird das Fett ein bisschen aufgesaugt und dann haben wir nicht so eine ölige Sache. Die Soße ist eigentlich total einfach. Wir vermischen alle Ingredienzen für die Soße. Und auf die Seite stellen. Unsere Falafel sind ready und darum geht es jetzt nur noch ans Zusammensetzen. Und da kann man jetzt verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel die Low-Carb-Variante. Da könnte man jetzt auch die Falafel mit den verschiedenen anderen Ingredienzien in Salatblätter einpacken und sie so essen. Haben wir auch schon gemacht, ist super. Oder man nimmt klassischerweise ein Fladenbrot. Das habe ich jetzt zum Beispiel in einem Multipack im Denner gefunden. Dann tut man das kurz ein bisschen nass machen und für 2 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. Und dann kann man die Sachen entweder so wie ein Täschchen reinfüllen oder in das aneinander schneiden und die Ingredienzien drauflegen und dann kann man sie so essen. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Rote Zwiebeln braucht es bei mir unbedingt. Dann natürlich die feine Soße, die wir gemacht haben mit Magerquark und Zitronen und Minze. Dann Rotkohl finde ich mega, weil es auch von der Konsistenz und vom Geschmack her super passt. Chutney, auf das darf man nicht verzichten, weil das ist so ein bisschen scharf und süß. Und ganz, ganz wichtig, Sesammus. Das nennt sich Tahini und da müsst ihr schauen, dass es so flüssig ist. Nicht das Zeiflüssige, sondern eher so etwas Flüssiges, das dann wie eine Soße ist. Und natürlich dann noch ein bisschen Salat. Und dann haben wir alles. Und das, was euch sonst noch Spass macht, könnt ihr auch einfach reinpacken. Let's go! Thank you.
das war es. So funktioniert es. Und ich tue mich jetzt ganz schnell von euch verabschieden, damit ich schneller hier reinbeissen kann. Wenn ihr noch einmal die genauen Zutaten oder Zubereitung seht, dann habe ich alles unter dem Video verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.